Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Wir sind immer noch in der Kuppelstadt unterwegs und schauen uns jetzt noch ein bisschen hier um. Oh oh. Geh lieber. Ja, ja, ich hau. Ich hau ja schon ab. Ich wollte nur gucken, ob ich da rein darf. Das ist ja nicht ganz klar gewesen. So, okay. Also ich glaube, wir haben jetzt inzwischen mit allen Leuten geredet, die irgendwas zu sagen haben und irgendwie wichtig sind. Dürfen wir hier rein oder gibt es dann auch Ärger? Es meckert hier zumindest gerade keiner, also können wir ja mal nach oben gehen. Herbert! Erstmal das Radio ausmachen. Gottfried, ich wollte hier nicht stören, aber man kann sich besser unterhalten, wenn das Radio aus ist. Ich nehme mal ein bisschen ein Elex da, brauchst du ja nicht. Und jetzt reden wir mal mit Gottfried. Mal gucken, was bei ihm abgeht. Nein, Kaya, ich will mit Gottfried reden. Du stehst da in ihm drin. Einen Augenblick. Ich muss mich konzentrieren. 43 Grad, östliche Richtung, Entfernung 5 Kilometer. Vielleicht könnte ich die Empfindlichkeit des Empfängers... Nein, ja, obwohl... Soll ich später wiederkommen? Nein, nein. Jetzt habe ich den Faden eh schon verloren. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, hier am laufenden Band in meiner Arbeit unterbrochen zu werden. Aber wenn wir schon ins Plaudern kommen, hilf mir kurz. Wie viel Grad hatte ich gerade im Kopf? 43 Grad östliche Richtung. 43 Grad östliche Richtung. Exakt und absolut präzise. Geil, danke. Ein gutes Paar Ohren hast du. Dankeschön. Hier. Dafür, dass du meiner Überlegung wieder auf die Sprünge geholfen hast. Ich hab doch gerne geholfen. Ich nehme an, du bist hier oben der Funkmeister, wa? Bist du so ein richtiger Funker? Ich nehme an, du bist der Funkmeister. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, du ziehst auch die richtigen Schlüsse. Aber schon immer ja, Mamas Cleverster, ne? Ich bin in der Tat der hiesige Funkmeister. Meisterlich ist jedoch nichts an dem Posten. Der Gerätezustand ist desolat. Einfacher wäre es, zwei Blechdosen mit einer Schnur zu verbinden. Richtig Retro. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir einen Energie- oder Funkausfall hatten. Aber nun habe ich dir wirklich genug von meiner Zeit gewidmet. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, such Vito auf. Er ist immer interessiert an neuen Gesichtern und ist sicher ein besserer Zuhörer als ich. Gut. Gut. Vito war, glaube ich, der Typ in der Kneipe, ne? Den hatten wir ja schon aufgesucht. Der hat uns auch nicht diesen Schlüssel gegeben? Da müssen wir einfach nochmal gucken. Kann ich die wohl mitnehmen? Was meint ihr? Ja, merkt keiner. Wunderbar. Wie wir uns schön um die Diebe kümmern sollen und selber einfach alles einsackeln, was nicht nied- und nagelfest ist, ne? Wenn es keiner merkt. Wie diesen Trank. Amulett des Wissenschaftlers. Und ein großer Elixitbeutel. Auch das nehmen. Oh, was haben wir hier noch? Achso, das ist mal Klettern. Das Klettern, das verwirrt mich immer. Hier noch irgendwas? Oh ja, eine Menge sogar. Gut erhaltene Konservendose. Zigarette hier, kann ich die nicht mitnehmen? Splitterraketen. Ist hier ein Lager oder wo komme ich da hin? Du verschwindest besser von mir. Ja, tschüss. Ich sagte, verschwinde. Mach das ja nicht nochmal. Bin doch schon wieder weg, ist doch schon alles gut, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen entspannter bleiben. Die sind aber auch echt unentspannt, die Boys and Girls, ne? Aller Liebe, da bist du doch nur ein bisschen am Klauen und guckst dich halt ein bisschen um in der Gegend. Lassen die alle gleich aus. Nachtwache. Oh. Oh, moin. Ja, ich bin schon weg. Alles gut. Leg dich mal wieder hin. Oh, jetzt legt er sich nicht mehr hin. Bleibst du jetzt wach oder was? Bist du in der Nacht? Ich beobachte dich. Ja, geh doch mal wieder pennen, Bruder. Moin. Hier gibt es nichts umsonst. Alter, was ist denn los mit dir? Was willst du hier? Ich wollte ein bisschen Elex klauen, aber wir gucken einfach zu viele Augen drauf, deswegen lassen wir das. Und gehen erstmal wieder raus und schnacken weiter mit den Leuten. Jetzt haben wir Gottfried noch gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon überall waren. Ich finde, wir waren schon recht gründlich unterwegs, aber man weiß es ja nicht, ne? Was ist denn hier eigentlich so am Bauen? Wir verstärken hier auf jeden Fall irgendwie was.
Nehmen wir bestimmt nochmal Splitterraketen. Nehme ich doch gerne an mich. So, haben wir noch eine Splittergranate. Volle Granate, Renate, 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 Renate. So, wo sind wir denn hier? Was ist das? Einfach so eine Tiki-Fackel hier und ein Loch. Das ist ja schon mal schön. Das hier kommt mir nicht vertraut vor. Oder war das da, wo wir die Alps gefunden haben? Doch, das ist das Alpcamp hier, ne? Ja, es gibt also jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir helfen können. Wir könnten den Outlaws helfen, wir könnten den Alp-Separatisten helfen, wir könnten den Klerikern helfen, wir könnten den Wächtern helfen. Alle haben ihr eigenes Vorgehen, wie sie diese Stadt wieder zu voller Größe bringen wollen. Es wird spannend. Gut, ich habe mich selbst noch nicht so ganz entschieden. Man könnte natürlich mal crazy gehen und den Outlaw-Weg ausprobieren, einfach um zu gucken, was passiert, ne? Aber das wird auf jeden Fall komplett nach hinten losgehen. Da wird hier, ich denke mal, die werden dann mit Waffen einlatschen und alle umbringen und sich die Stadt an sich reißen und dann ist gut. So wird das wahrscheinlich dann laufen. Also nicht unbedingt der beste Weg, um ehrlich zu sein. Ich quicksafe jetzt mal und versuche mal den guten Barak hier auf die Fresse zu hauen. Er hat es nämlich verdient. Wir haben zwar jetzt jemanden dabei, aber das ist ja eine angenehme Prügelei untereinander. Das ist ja völlig in Ordnung, ne? Dir mangelt es ein bisschen an Respekt, ne? Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Denkst du? Aha. Einmal können wir noch jetzt gucken. Hure von einer Mutter, Alter. Ist der Kampf vorbei? Ja, ist er. Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Noch nicht. Also lass mich in Ruhe. Mit ein paar Worten kommst du mir nicht davon. Kampf 20. Du hältst ab jetzt besser die... Nee, mit ein paar Worten kommst du mir nicht davon. Ja, ich habe noch keinen Kampf 20. Schade. Du hältst ab jetzt besser die Füße still, Bruder. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Ist das klar? Sonst gibt's LAG. Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Kluge Entscheidung. Ja, jetzt haben wir halt natürlich Kaya ein bisschen wütend gemacht, aber einmal wütend machen geht wohl noch. Ich möchte halt ungern, dass irgendeiner meiner Begleiter dann in den Sack haut. Ist das dein Ernst? Das würde mich ärgern. So, ist der vielleicht gerade wieder hier am Saufen? Ja, keiner. Berserker. Einer muss den Sauhaufen hier führen. Erich ist hier am Spielen. Die Kuppel ist ein Geschenk Kalans. Vergiss das nicht. Nö, ich wollte. Lass jetzt halt. Ich wollte nur mal gucken, was hier so abgeht. Ist der da ein bisschen am Glück spielen, der Junge? War bei ihm noch irgendwas los bei Vito? Nö. Wie auch immer. Nur den Krug mit, das Glückblatt und den kleinen Mana-Trank und tschüss. Lange höre ich mir das nicht mehr an. Lange höre ich mir das nicht mehr an. So, warte, jetzt sagen wir erstmal dem guten Video, nicht Video, dem anderen da Bescheid. Das war jetzt, in der Kuppelstadt gibt es Streit zwischen Outlaws und Berserkern. Je nachdem, wem ich meine Unterstützung zukommen lasse, wird die ein oder andere Fraktion einen besseren Stand in der Kuppelstadt haben. Ich gehe dann mal los. Wo war das denn jetzt? Da. Da ist Riley, da müssen wir hin. Auf zu Riley, dann sagen wir ihm erstmal Bescheid. Dann ist die Quest nämlich erstmal abgeschlossen. Wir gehen jetzt erstmal die ersten Quests durch und ich will rausfinden, was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Ich bin mir ein bisschen sicher, dass es sich um die Diebesgilde handeln wird. Bin mir sehr sicher, aber ich habe das noch nie gesehen tatsächlich. Also auch damals, als ich das Elex hier selber mal gespielt habe, bin ich nicht zur Diebesgilde gekommen. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt, aber freut mich. So, aber ich ist nur Vermutung, vielleicht ist es auch was anderes, man weiß es ja nicht. Aber da hier überall Diebesplakate rumhängen, ist es ein bisschen naheliegend, ne? Wegen Brabak. Wegen Brabak. Hör zu, ich habe dem richtig einen auf die Muffe gegeben, ne? Er wird ab jetzt auf jeden Fall dich in Ruhe lassen. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. So, damit hätten wir das abgeschlossen. Gut, kann ich mich hier irgendwo hinlegen, Bruder? Ist das ein Bett?
Nee, ich kann mich nur hinsetzen. Ich müsste mal ein bisschen pennen, weißt du? Das wäre ganz reizend. Boah, ist das mega dunkel hier. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Denn es wird gerade dunkel und ich werde müde und da kann man sich mal kurz erholen. Und er scheint ja draußen rumzulaufen. Ja, guck mal. Guck mich mal bitte nicht an, Bruder. Das wäre mir ganz recht. Leider starrt er mich an. Ich wollte ihn gern beklauen, aber... Er geht doch leider rein. Das ist natürlich dann doof. Okay. Was haben wir denn noch? Jetzt gehen wir doch mal auf... Ein seltsamer Mechanismus. Wird da irgendwas auf der Karte angezeigt? Ja, Tatsache. Dann gehen wir doch mal dahin. Dann gehen wir doch mal dahin. Also es wird tatsächlich was auf der Karte angezeigt. Warte, da hinten sind noch Leute. Mal checken. Mit denen schon geredet? Ja, und das ist den Idioten noch nicht... Ja! Ach, das sind die beiden hier. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Das ist Können, ist das! Pures Können! Hallo! Guten Tag, ich will euch gar nicht stören, alles gut. Muss jetzt erstmal in Richtung des seltsamen Mechanismus. Daryl ist auch am Rumpflücken, was auch immer er da macht. Ich habe das schon mal gehört. Ja? Ja, man hört Dinge öfter, ne? Daryl. Irgendwo hier muss der seltsame Mechanismus sein. In this direction. Ach hier, lol, da ist ein Loch in der Mauer. Seltsamer Mechanismus. Ja, dann werden wir den seltsamen Mechanismus mit dem seltsamen Schlüssel mal in Verbindung bringen und dann schauen wir mal. Er passt. Oh, ich hätte es auch fast nicht anders gedacht. Jetzt geht das Tiki-Loch auf. Unfassbar. Ich stand sogar schon drauf. Ja, die Leute, die es jetzt kennen, haben sich doch bestimmt einen abgegrinst, gerade eben, als ich da bei der Tiki-Fackel stand und noch meinte, oh, guck mal hier. Lol. Ja, dann mal rein da. Nun bin ich jetzt aber wirklich ein bisschen gespannt, wo uns das hinführt. Auf geht's. Lalala. Ich hoffe, Kaya hat da keine Meinung zu Dieben. Oh, hier richtig Party, Strobolicht hier unten. Das ist mal eine Leiter, du, ne? Da bist du ein bisschen unterwegs. Weiß nicht, ob da so rumfetzen soll, die Lampe. Wahrscheinlich nicht. Ah, vielleicht aber auch doch. Okay, wir sind in der Kanalisation. Also, ich will ja nichts sagen, aber Gothic 2 lässt grüßen gerade so ein bisschen von den Vibes her. Wenn jetzt hier keine Diebe sind, dann weiß ich auch nicht. Diebe gehören nämlich in die Kanalisation, schon immer. Zünd mal noch so eine Magnesiumfackel an, es ist wieder sehr dunkel hier. Ach ja, wollte ich auch vorher noch erzählen, wegen der Dunkelheit. Moin, wir reden gleich. Na doch, wir reden erstmal direkt. Die Kralle soll dein Zeuge sein. Ich hab, Katas Kralle zeigen. Ach, Katta hatte auch eine. Ja, guck mal, dann zeige ich die mal. Du bist also derjenige, der Katta geholfen hat. Ja. Das spricht für dich. Ich lasse dich durch. Sprich mit Hector. Er wird dir alle deine Fragen beantworten. Alter, dann war Katta... Dann war Katta ja doch eine Diebin. Alles gut, ich hab mich nur um die Ratte gekümmert. Sei entspannt. So, also wenn ich er wäre und ich müsste den ganzen Tag da arbeiten, wo diese Flackerlampen am Start sind, ich würde ausrasten, ne? Bezüglich der Dunkelheit. Ich hatte ja gesagt, ich wollte mal gucken, ob ich einen Mod oder sowas finde, der diese extreme Dunkelheit in den Innenräumen irgendwie repariert. Oh, holy shit. Es gibt tatsächlich einen, aber der deaktiviert dann... dieses HDR komplett, dann ist dieser, wenn du vom Hellen ins Dunkel gehst und vom Dunkeln ins Helle und so weiter, dieser Effekt ist dann in Gänze weg. Da der hier schon halt, der war damals zu dieser Zeit ja super modern gerade in. Da hatte ja alleine nur wegen diesem Effekt ja sogar Wolf dann Lost Coast, Half-Life 2 Lost Coast noch rausgebracht, um einfach nur zu zeigen, wie cool das doch ist. Und ja, ich wollte ihn jetzt auch nicht gegen Gänze ausmachen, also werden wir einfach mit Magnesium fackeln, so wie sich das gehört. Hier irgendwie das aushalten. Ich gucke mich jetzt erstmal noch in der Kanalisation um, bevor wir direkt weitermachen. Man will ja auch gucken, was hier noch so ist. Guck mal, ich habe mir doch noch gedacht, dass es noch einen geheimen Weg gibt. Hier geht es nämlich jetzt raus. Und wahrscheinlich werden wir durch diesen Tunnel,
der sich unterhalb der Kuppelstadt befindet. Ich wusste es doch. Es gibt immer einen Geheimweg rein. Man wäre, irgendwie kommst du immer rein, ne? Dann wären wir wahrscheinlich hier durch den Tunnel reingelatscht und hätten dann vielleicht von unten auch den Mechanismus öffnen können. Um dann oben in die Kuppelstadt zu kommen, ohne eine ID. Dann darf man nur niemanden ansprechen, der dich nach einer ID fragt, sonst fliegst du nämlich ganz schnell wieder raus. Schön noch ein bisschen Fleisch gesammelt. Dankeschön. Ja, sehr cool. Ich glaube, jetzt haben wir dann aber auch alles gefunden oder gesehen zumindest, was die Kanalisation betrifft. Dann gehen wir mal rein und sprechen mal mit, ich nehme mal an, einem Dieb. Also die Krallen und so, das klingt ja schon. Die krallen sich halt, was sie wollen. Und wir haben ja bei der einen Quest Krallen in die Truhe gepackt. Deswegen, das passt ja, eigentlich passt das optimal. Deswegen, ich bin zuversichtlich, dass wir uns hier gleich mit ein paar Diebeskollegen treffen. Ist alles gut? Ich wollte nur die Fackel loswerden. Ist doch alles jetzt mal entspannt. So, reden wir erstmal mit den Kollegen hier. Hallo. Hast du was zu verkaufen? Du bist dann wohl der Händler hier in diesem kleinen Hehlerlager, wa? Du bist dann wohl der Händler hier. Oh, was hat mich verraten? Halt, warte, verrate es mir nicht. Es war der Fakt, dass ich dich gefragt habe, ob du etwas verkaufen willst, oder? Das ist richtig. Also ja. Ich bin dann wohl der Händler hier. Wenn du mehr Diebesgut als gefordert hast, dann werde ich es dir abkaufen. Okay, ich habe Diebesgut zu verkaufen. Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Dann zeig mal, was du hast. Ich habe tatsächlich eine Menge. Du kannst erstmal ein bisschen was haben. Ich habe lauter Schrott vor allen Dingen. Fangen wir mal an. Presslufthammer habe ich inzwischen eine Menge. Ich brauche nur einen. Dann haben wir... Ich verkaufe mal jetzt wirklich so ein bisschen Zeug, was wir nicht mehr brauchen, ne? Wir haben eine Werkerhose, die wir nicht brauchen und eine Schachterhose. Ist das alles Diebesgut? Ist das ein extra Menü? Werkerhose, Schachterhose. Flattererweste, die behalten wir mal noch. Schachterhemd. Sogar besser als das, was wir aktuell haben. Praktisches Arbeitshemd. Das kann weg. Sonnenbrille, praktisch, können wir mal behalten. Ach, ich bin gerade bei Kaufen, ich Vollidiot. Ah, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Zurücksetzen. Ich dachte gerade, hä? Hab doch den ganzen Scheiß nicht. Jetzt habe ich es gerallt. Wir waren bei Kaufen. Das ist mir schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob jemand mal mein Skyrim-Let's Play geguckt hat. Meine Fresse, habe ich da Scheiße gebaut. Mein ganzes Kohl ausgegeben, weil ich es nicht gecheckt habe. So, was können wir denn mal verkaufen? Ich habe hier einen Speer, Munition. Die Harpune, ja, das kann weg. Dann... Die ganzen... Das können wir alles behalten. Anleitung können wir auch alles behalten. Alte Münzen, weiß ich noch nicht, wofür wir die vielleicht brauchen. Kelche kannst du haben. Dann habe ich einen goldenen Kelch, kannst du auch haben. Krüge 7 Stück, bitteschön. Gute Becher. Gönn dir. Besen, Öllampe, Unbrauchbares davon, Hammer. Ein Hinweis auf einen bestimmten Ort, das heben wir mal noch auf. Propaganda brauchen wir nicht, Kartenstück hebe ich mal auf. Foto-ID, ein altes Bild mit gut gelaunten Spezialisten, das hebe ich mal noch auf. Bei einer Leiche gefunden, das, die ganzen Nachrichten hebe ich mal noch auf, aber Flugblätter können weg. Achtung Diebe, bitteschön. Die Tagebücher könnt ihr auch noch behalten. Magnesiumfackel, die brauche ich. Schwefelbrocken hebe ich mal alles auf. Klebeband, das brauchen wir bestimmt noch alles, um Dinge zu bauen. Aber die Knochen kannst du haben, die Zähne kannst du haben. Federn kannst du haben. Seerose weiß ich noch nicht, hebe ich mal lieber noch auf. Die ganzen Pflanzen heben wir auch mal noch auf, genauso wie wir die Tränke erstmal noch aufheben. Fleisch auch, Apfel auch. Das alles. Blutiger Burger. Machtstoß. Das heben wir auch alles auf. Dann haben wir gar nicht so viel. Handel akzeptieren. Bei ihm gibt es auf jeden Fall bessere Rüstung. Aber ich glaube, mit einem neuen Rüstungsset warten wir mal noch, bis wir bei den Outlaws sind. Weil dann können wir uns da entsprechend einkleiden. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.